Okay. Servus Leute, ich möchte euch hier ein paar Sachen zeigen, die beim Trockenbau so gar nicht gehen. Das einzige Positive an der ganzen Geschichte ist, dass Trockenbau ziemlich viele Fehler verzeiht, weil man ja immer wieder nachspachteln kann und Gewebe einziehen kann und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, sowas soll man einfach nicht machen. Am besten gleich vernünftig arbeiten und dann hat sich die Sache. Also fangen wir mal da an. Man sieht hier, wie hier die Platten zum Teil ja, sehr überstrapaziert wurden. Vom Schrauben her ist es insoweit in Ordnung, sind die Abstände in Ordnung. Positiv ist auch hier der Trennfix, das ist ja auch soweit in Ordnung. Aber was ja ich sage, das kann man vermeiden, solche Fugen zwischen den Platten. Sowas darf eigentlich nicht sein. Genauso hier, das da, solche Sachen, die machen später beim Spachteln richtig Ärger, weil die sich eventuell aufrollen und dann hat man da ein Problem. Dann, was haben wir denn da? Da haben wir die Vertiefung, also ich sage immer die große, die Längsfuge. Und dann kommen die hier mit ja, abgeschrägter Kante. Wie ihr wisst, gibt es zweierlei verschiedene, beziehungsweise drei. Aber hauptsächlich, wo ich verwende, sind es zwei. Einmal das Gewebespachteln. Das benutze ich bei den größeren Fugen. Und dann das Glasvlies benutze ich dann bei solchen abgeschrägten Sachen. Also in dem Fall hier bräuchte man ja eine Hybridlösung, was ich aber so nicht kenne. Also von dem her hätte man hier eigentlich die Platte drehen können und das vernünftig bearbeiten können. Dann genauso hier auch. Also das ist für mich ein Zeichen, dass hier das Messer total stumpf war, die Klinge. Dann hat man sowas hier und das natürlich später beim Spachteln hat man da auch ein Problem. Dann haben wir hier, was soll das denn sein hier? Da haben wir eine Fuge von über 1 cm. Also da ist schon genaueres Arbeiten und Messen eigentlich Pflicht und das sollte ein Handwerker auch hinbekommen. Ja, ich möchte niemandem nahe treten, aber das waren hier, muss ich sagen, ein paar Hottentotten am Werk. Auch wenn jetzt im Großen und Ganzen man alles wieder in Ordnung bringen kann, aber das kostet halt etwas mehr Zeit, etwas mehr Geduld und natürlich dementsprechend auch etwas mehr Material. Also an dieser Stelle, vermeidet solche Geschichten, arbeitet sauber und zum Schluss seid ihr die Glücklichen. No? Ich wünsche euch was. Ciao.